Das ist jetzt die letzte Folge höchstwahrscheinlich. Die letzte Aktion. Wir sind jetzt hier auf der Suche nach Ellie. Ja, ich musste die Folge in der letzten Folge so ein bisschen abbrechen bzw. splitten, den Part, den. Also keine Sorge, wir kriegen das hin. Ich finde es halt nur unglaublich schwer, also übertrieben schwer, dieser Abschnitt hier. Und auch wirklich nervig. Miese Drecksau. Alter! Mach dich weg, ey, du gehst mir auf den Sack. Diese Typen, ne? Ist der da drüben? Er ist weg! Kann nichts herstellen. Gar nichts. Ist er da? Er ist nicht hier drüben.
drüben. Er ist weg. Wir müssen weitersuchen. Jetzt hier aber vielleicht mal Heilung oder so ein Zeug. Das wäre mal ideal. Ist doch ein Krankenhaus. Hier muss es doch Haufen solche Scheißdinger geben. Solche Heilungspads oder Heilungsteile. Das gefällt mir nicht. Irgendwelche Überraschungen für mich, hä? Braucht wieder Heilung. Gibt's hier sowas? Heilung? So ein Krankenhaus, hier muss es doch Heilung geben. Hier muss es doch Heilung geben, Alter. Versprechen gehalten habe. Obwohl ich sehr viel zu tun hatte, war sie mir wichtig. Ich hätte alles für sie getan und manchmal... Nur sie kann uns retten. Uns alle. Danach haben wir sie gesucht. Du damals auch. Ich soll den Schmuggler töten. Aber ich werde nicht den einzigen Mann hier töten, der die Schwere dieser Entscheidung begreift. Vielleicht vergibt er mir. Oh, du fehlst mir, Anna. Deine Tochter ist bald bei dir. Was machen Sie hier? Ich gebe sie Ihnen nicht. Denken Sie an die Leben, die wir retten können, unsere Zukunft. Komm her, Kleine. Ich hab dich.
Mist. Mist! Er ist hier! Ich bring dich hier raus, Kleiner. Zu den Ausgängen! Ich hab dich. Alles okay. Alles okay. Alles okay. Das ist deine letzte Chance. Leg sie hin. Ich hab ihn im Visier. Ich sag dir zurück! Feuer ein, Dave! Komm schon, hey, komm schon! Stopp! Oh Gott! Du kannst sie nicht retten. Selbst wenn du sie hier rausschaffst, was dann? Wie lange, bis sie von ein paar Klickern in Stücke gerissen wird? Oder bis sie vergewaltigt und ermordet wird? Das ist nicht deine Entscheidung. Sie wollte das. Und du weißt es. Hör zu. Du kannst hier immer noch das Richtige tun, Joel. Sie wird gar nichts spüren. Was sind das für Klamotten? Bleib einfach liegen. Die Betäubung wirkt noch. Was ist passiert? Wir waren bei den Fireflies. Es gibt noch viel mehr Leute wie dich, Ellie. Sie sind auch immun. Es gibt Dutzende von ihnen. Es hat aber rein gar nichts gebracht. Sie haben aufgehört, nach einem Heilmittel zu suchen. Wir fahren nach Hause. Tut mir leid. Ja, manchmal muss man halt auch lügen. Also eine Notlüge erzählen, damit ja, warte, damit man die anderen schützt. Tu das nicht, bitte. Du würdest ihnen nur folgen. Das Ende von Queen Firefly Marlene. Ja. Sei vorsichtig. Wohl laufen. Wir müssen immer geradeaus. Okay. Eigentlich ganz schön hier, oder? Ja. Pass auf deinen Kopf auf.
So, ich hab es. Ach Mensch. Ich bin doch schon alt. Das war eine Journey. Ich hab's dir noch nicht erzählt, aber Sarah und ich sind viel so gewandert. Sie war fit. Ich musste mich anstrengen. Ich glaube, ihr hättet euch gut verstanden. Ich glaube, du hättest sie gemacht. Du hättest ihr gefallen. Ja. Ja, und da haben wir es jetzt nämlich auch gleich geschafft hier. Aber ich sag dann am Ende nochmal was dazu. Ja, die letzte Folge war natürlich ein bisschen, meiner Meinung nach nicht so gut. Ja, also ich hatte da ein bisschen Hektik gemacht und das habe ich selber gemerkt, deswegen habe ich die Folge dann beendet, die letzte Folge. Schau mal da. Wir sind fast da. Sehr schön. Und deswegen haben wir uns jetzt hier ein bisschen Zeit lassen können. Es ist nicht mehr weit. Ich helfe dir. Gib mir deine Hand. Okay, na komm. Hey, warte. Damals in Boston. Als es mit dem Biss war. Da war ich nicht allein. Meine beste Freundin war da. Sie wurde auch gebissen. Wir wussten nicht weiter. Und sie hat gesagt, sitzen wir es aus. Weißt du, wir reden noch ein bisschen und sterben dann zusammen. Tja, ich warte immer noch drauf. Ellie. Ihr Name war Riley und sie musste zuerst sterben. Und dann war es Tess. Und dann Sam. Nichts davon ist deine Schuld. Nein, du verstehst das nicht. Ich hatte viele Probleme mit dem Überleben. Aber was auch passiert. Und man findet etwas, wofür es sich lohnt zu leben. Und ich weiß, dass du das jetzt nicht hören willst. Schwör mir, dass alles, was du über die Fireflies gesagt hast, wahr ist. Ich schwör's. Ja, gehen wir zurück zum Hauptmenü. Ja, und damit haben wir es eben auch geschafft hier. Spiel abgeschlossen. Du hast die Mode Neues Spiel Plus und Schnelllauf freigeschaltet. Sie können beim Start eines neuen Spiels aktiviert werden. Neue Charakterdesigns, Waffen, Skins, Gameplay, Modifikationen, Filtermodi etc. können im Extra-Menü angewählt werden. Ja, das werden wir natürlich machen, wenn wir The Last of Us Part 2 durchhaben, im normalen Durchgang, also im normalen Let's Play. Habe ich ja so in der, glaube ich, ersten oder zweiten Folge gesagt. Da wir, also mal diesen Erbarmungslos-Modus, das ist echt schwer und den möchte ich halt auch gerne im, höchstwahrscheinlich im Livestream-Modus machen, weil man da einfach ein bisschen mehr Zeit hat. Ja, man kann sich da immer ein bisschen mehr Zeit nehmen und man kann da das auch noch ein bisschen intensiver erleben, finde ich. Also da kann man ja, hat man jetzt auch keinen Zeitdruck, wenn man jetzt in einer Schießerei ist jetzt.
So, weil ich kann nur maximal eine Stunde aufnehmen immer, deswegen habe ich mir gedacht, wenn wir den Erbarmungslos-Modus angehen, tatsächlich, also Erbarmungslos Plus heißt das ja dann, werden wir, ja, werden wir höchstwahrscheinlich Livestream machen. Ich werde euch aber natürlich noch auf den Laufenden halten, was das angeht. Zu dem Spiel an sich. Ich muss sagen, ich finde das Spiel, habe ich ja mehrmals jetzt schon im Laufe des Let's Plays gesagt, unglaublich gut. Eines der besten Reihen, die es überhaupt gibt. Und ich finde es auch richtig oder gut, dass The Last of Us tatsächlich jetzt auch ein Remake oder eine Remastered-Version, sag ich mal, für PS5 bekommen hat, weil Part 3 wird ja höchstwahrscheinlich dann auch für die PS5 kommen und da sind dann alle drei Spiele dann auch für die PS5 spielbar. So dass das halt nicht konsolenübergreifend ist sozusagen, sondern dass man das halt alles problemlos alles auf einer Konsolengeneration spielen kann. So, das ist erstmal dazu. Zum anderen wollte ich nur sagen, wegen dem vorhergehenden Part. Da waren wir ja schon in diesem Firefly-Ding da, ne? In diesem St. Mary Krankenhaus und da war ich so ein bisschen genervt gewesen von diesen ganzen, ja, Fireflies, sag ich mal. Und habe das regelrecht auch gemerkt, dass ich da nicht so gut kommentiert habe, sage ich mal. Also ziemlich aggressiv auch war. Zum Teil, nicht immer, nicht komplett, aber zum Teil. Und deswegen habe ich dann auch die eine Folge dann so ein bisschen gekürzt, sage ich mal. Sonst hätte ich das alles in eine Folge gepackt. Ich freue mich auf alle Fälle, dass ihr dabei wart. Das Left Behind DLC will ich jetzt nicht unbedingt spielen, weil das ist jetzt nicht, also meiner Meinung nach jetzt nicht so. Also ist zwar eigentlich relevant, aber das machen wir dann vielleicht im Erbarmungslos-Modus oder so. Das weiß ich jetzt aber noch nicht genau. Mit hinten dran dann noch. Aber jetzt möchte ich dann erstmal mit euch The Last of Us Part 2 angehen. Ja, auf alle Fälle vielen Dank fürs Einschalten. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, ein Like da, Abo da. Ich denke mal, das würde sich auch lohnen für den einen oder anderen. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal hier zu The Last of Us Part 1 bzw. Part 2. Vielen Dank fürs Einschalten.